Grüß euch, ich bin der Alex. Ich wurde wieder zu einer Challenge nominiert, und zwar zu einer 48-Stunden-Challenge. Und nominiert wurde ich von Leopold Elves. Recht herzlichen Dank, lieber Leopold, dass du da gerade an mich gedacht hast. Das ist für mich genau das Richtige, da ich ja ohnehin gerne draußen in der Natur unterwegs bin. Wie der Name schon sagt, 48-Stunden-Challenge, da geht es darum, dass man permanent 48 Stunden sich draußen in der Natur aufhält. Die Aufgaben dieser Challenge sind, dass man zweimal das Lager auf- und abbaut und dass man das Ganze macht, diese 48-Stunden-Challenge, mit einer vorgetäuschten, verletzten Hand. Ich habe meine Hand allerdings jetzt nicht eingegipst, ich habe sie mir mit einem Verband eingebunden. Aus dem Grund, ich habe erstens einmal niemanden, der mir jetzt helfen würde, meine Hand einzugipsen, und der Hauptgrund war eigentlich, ich finde es für mich persönlich jetzt nicht richtig, eine gesunde Hand einzugipsen. Ich habe mir in meinem Leben bis jetzt noch nie etwas gebrochen und ich hoffe, das bleibt auch so. Daher möchte ich mein Schicksal auch nicht herausfordern. Daher habe ich jetzt meine Hand einfach nur eingebunden. Ich glaube, es hieße, es soll die rechte Hand sein und der Daumen gehört fixiert. Das habe ich hier. Ich habe aber gleich meine ganze Hand eingebunden, sodass ich auch die Finger nicht verwenden kann. Wenn ich das schon einmal mache, dann möchte ich einfach einmal schauen, wie es jetzt wirklich ist, einfach nur mit einer Hand zurechtzukommen. Ich kann mir diese Hand jetzt quasi nur als Stütze verwenden, wenn ich jetzt irgendwie was anlehnen möchte oder gerade irgendwie was halten möchte. Also ich werde da sehr viel improvisieren müssen. Ich habe hier dann auch noch darunter so einen Socken. Ich ziehe das einfach so über meinen Verband drüber, dass der Verband einerseits jetzt nicht so schmutzig wird und auch trocken bleibt. Ja, vom Wetter her habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Glück. Es ist eine ziemlich raue Gegend, in der ich jetzt hier unterwegs bin. Das heißt, ich hatte schon seit Tagen hier nur Nebel. Und es dauert ziemlich lange, bis sich der Nebel lichtet. Heute ist es etwas besser. Dementsprechend ist auch hier alles nass, alles feucht. Also der Boden, der ist wirklich so richtig gesättigt, egal wo man hingeht. Es ist einfach alles feucht und nass. Die Sonne kommt auch nicht wirklich vor. Also die tut sich wirklich schwer, sich durch den dichten Nebel durchzukämpfen. Und wenn sie es dann einmal geschafft hat, dann auch nur für wirklich kurze Zeit. Ursprünglich wollte ich jetzt eigentlich im Wald übernachten. Da jetzt aber hier recht viel gejagt wird, musste ich ausweichen. Also wie ihr hinter mir sehen könnt, ich befinde mich hier am Waldesrand und hier an einer naturbelassenen Wiese. Das heißt, ich werde jetzt meinen Unterstand hier an der naturbelassenen Wiese aufbauen. Ich weiß auch schon in etwa wo. Hier unten, da habe ich so eine Böschung, da bin ich recht gut vor dem Wind recht gut geschützt. Und genau. Darum geht es auch, das ist der nächste Punkt. Ich habe jetzt auf gewisse Ausrüstungsgegenstände verzichtet, also ich habe jetzt nicht viel bei mir, was jetzt das Schlafen betrifft. Ich habe jetzt weder einen Schlafsack bei mir, noch eine Isomatte. Das Einzige, was ich habe, ist eine Plane, wo ich mir meinen Unterstand aufbauen werde, und einfach eine ganz gewöhnliche Fließdecke. Das heißt, ich muss schauen, dass ich heute mal meinen Unterstand aufbauen werde, dass ich mir eine Bodenisolierung aufbauen werde. Dann möchte ich meine Feuerstelle vorbereiten und dann möchte ich mir noch einen Wärmereflektor aufbauen. Wärmereflektor hat die Aufgabe, wie der Name schon sagt, dass er die Wärme des Feuers reflektiert. Denn wenn ich jetzt einfach nur ein Lagerfeuer machen würde, würde die Energie, also die Wärme des Feuers, verloren gehen. Habe ich aber einen Wärmereflektor, so reflektiert er die Wärme des Feuers zurück in meinen Unterstand. So sieht mein Plan aus, das habe ich eigentlich vor, das möchte ich heute eigentlich gerne machen. Ich habe auch nicht viel Werkzeug mit dabei, das Einzige, was ich habe, ist mein Messer, mein Glockfeldmesser. Und mein Plan sieht so aus, dass ich mir jetzt einmal, ich habe eh so im Kopf circa, wo ich jetzt mir meinen Unterstand aufbauen werde. Das werde ich als erstes tun, meinen Unterstand aufbauen. Ich werde mir aber vorher noch etwas Holz mitnehmen. Das werde ich brauchen, wenn ich mir jetzt meinen Unterstand aufbauen möchte. Und als nächstes, wenn ich das dann geschafft habe, sammle ich dann noch eine Menge Holz. Das werde ich brauchen, wenn ich dann eben meine Feuerstelle aufbauen möchte und wenn ich dann auch noch meinen Wärmereflektor aufbauen möchte. Also wirklich eine echt große Herausforderung, das alles nur mit einer Hand zu bewerkstelligen.
Ich hoffe, dass es mir gelingt, vor allem, dass ich das Feuer heute auch noch anbekommen werde, denn wie schon gesagt, es ist hier ziemlich alles nass, wirklich alles nass. Und ja, wenn ich kein Feuer anbekomme, steht mir eine ungemütliche Nacht bevor. Ich werde mich zeitweise immer wieder bei euch melden und ich würde sagen, ich fange jetzt einmal an. Ich suche mir jetzt einmal mein Plätzchen, wo ich meinen Unterstand aufbauen werde und dann melde ich mich wieder bei euch. Um jetzt meinen Unterstand aufbauen zu können, brauche ich sowas wie Heringe und zwar wäre so ein Holz ideal, da ich sowas hier wie so eine Y-Form habe. Ich breche mir dann eine Seite einfach herunter, lasse das aber etwas länger, damit ich das in den Boden stecken kann. Das kommt dann einfach da hier so durch die Ösen durch und hier oben habe ich dann eben die Verzweigung, dass ich eben nicht durch die Ösen rutschen kann und das ist dann sozusagen mein Hering, mit dem ich jetzt sozusagen meinen Unterstand aufbauen möchte. Würde ich jetzt einfach nur so ein Holz nehmen, besteht die Gefahr, dass wenn jetzt ein Wind kommt, die Plane anhebt und sozusagen dann die Plane, also die Ösen aus dem Holz herausrutschen. Daher brauche ich hinten immer so eine Verzweigung, um recht gut ja, meine Plane verankern zu können. Ich werde mir jetzt einiges von diesem Holz zusammensammeln und später dann, wenn ich jetzt meinen Unterstand aufbauen werde, habe ich schon ein paar Heringe. Okay, hier werde ich jetzt mal meinen Unterstand aufbauen. Das ist, denke ich, ein sehr guter Platz. Hier hinten habe ich eine Böschung. Da bin ich jetzt zumindest einmal von einer Seite windgeschützt. Hier vorne möchte ich mein Lagerfeuer aufbauen und dahinter den Reflektor. Ich muss mich jetzt aber beeilen, dass ich mit meinem Unterstand fertig werde, denn es fängt jetzt an zu regnen, dann hört es wieder auf, dann fängt es wieder an zu regnen. Und das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass ich mit meinem Unterstand fertig werde, damit ich zumindest dann im Trockenen sitzen kann. Okay, es hat jetzt wieder angefangen zu regnen. Damit es mein Verband nicht nass wird, habe ich mir einfach einen Sack mitgenommen. Den stülpe ich jetzt einfach drüber. Da ich ja die Hand, oder zumindest mit dieser Hand, jetzt meine Sachen einfach nur stützen kann. Das heißt, ich stopfe das einfach da rein. Der Pulli kommt drüber. Und jetzt baue ich mir meinen Unterstand auf. Ich habe mir schon etwas Holz aus dem Wald mitgenommen, auch meine Heringe und jetzt baue ich mir schnell meinen Unterstand auf.
Ich habe es geschafft. Ich habe es meinen Unterstand fertig gebaut. Zumindest kann ich jetzt, wenn es dann wieder anfängt zu regnen, unter den Unterstand mal jetzt hineinkriechen, um jetzt trocken zu bleiben. Während der Arbeit hat es immer wieder etwas geregnet, aber es war zum Glück nicht schlimm. Ich habe den Aufbau des Unterstandes so einfach wie nur möglich gehalten. Ihr habt ja gesehen, ich habe mir im Wald schon einiges an Holz vorbereitet. Ich habe mir so Heringe vorbereitet. Ich habe überwiegend jetzt mit meinem Messer gearbeitet. Das ist das einzige Werkzeug, das ich jetzt hier draußen habe. Mein Glock Feldmesser 81. Mit dem habe ich jetzt die Löcher im Boden gemacht, also in der Erde. Einfach nur, dass diese Hölzer jetzt einfach nur mal einen Halt im Boden haben. Oben habe ich es zugespitzt, habe es mit ganz gewöhnlichen Gummibänder, die ich mir da selber angefertigt habe, niedergespannt. Und jetzt werde ich euch einfach einmal den Aufbau des Unterstandes etwas genauer zeigen, dass ihr euch darunter auch etwas vorstellen könnt. Als nächstes werde ich jetzt etwas Bodenisolierung unter die Plane tun, sodass ich geschützt vor der Bodenkälte bin und dass ich auch recht angenehm und weich liege. Okay, meinen Unterstand, den habe ich jetzt aufgebaut. Ich bin jetzt nochmal zurück in den Wald, weil ich etwas Bodenisolierung benötige. Ich bin jetzt eine Zeit lang im Wald unterwegs gewesen und habe Ausschau gehalten, ob ich jetzt irgendwo einen entwurzelten oder gefällten Baum finden werde, wo ich eben mir die Tannenzweige oder Fichtenzweige eben verwenden kann. Die brauche ich nämlich als Bodenisolierung, aber ich habe hier weit und breit leider jetzt keinen entwurzelten oder gefällten Baum entdeckt. Ich habe auch jetzt nicht die Zeit, dass ich jetzt weiter suche, denn ich muss ja schließlich noch mein Lagerfeuer und meinen Reflektor aufbauen und es trübt jetzt immer mehr zusammen und wenn ich Pech habe, fängt es dann auch noch an zu regnen. Das heißt, ich werde improvisieren müssen, was es meine Bodenisolierung betrifft. Okay, im Wald habe ich jetzt keine Zweige gefunden, die ich als Bodenisolierung verwenden kann. Jetzt muss ich improvisieren. Am Rande der Felder gibt es überall hier noch recht hohes Gras. Das Gras werde ich jetzt verwenden. Das werde ich mir jetzt immer wieder büschelweise ausreißen und unter meine Plane legen, sodass ich dann etwas Bodenisolierung habe. Besser als gar nichts. Okay, ich habe es geschafft. Meine Bodenisolierung habe ich fertig. Also ich habe jetzt wirklich irrsinnig viel Gras sammeln müssen, damit ich eine schöne Schicht Bodenisolierung zustande bekomme. Das war ganz schön viel Arbeit. Ich bin jetzt total verschwitzt. Ich habe ehrlich gesagt bis jetzt auch noch nichts getrunken. Das heißt, ich werde mir jetzt mal was zu trinken genehmigen, werde jetzt eine kurze Pause machen und später werde ich dann anfangen, meine Feuerstelle vorzubereiten. Das Coole ist, wenn es jetzt anfängt zu regnen, ist meine Ausrüstung auf jeden Fall schon mal im Trockenen. Ich kann dann auch einmal drunter huschen, dann vielleicht einmal abwarten, ob der Regen vorbeigeht. Aber im Moment habe ich Glück, im Moment regnet es jetzt nicht. Daher mache ich jetzt auch nur Kurzpause, trinke nur schnell was und dann fange ich an, meine Feuerstelle vorzubereiten.
Wow, das tut gut. Die Bodenisolierung ist auch ganz schön weich. Also ich liege wirklich ganz schön weich. Echt fantastisch. Mein Rucksack, der wird dann hier nach oben kommen. Das ist dann sozusagen mein Polster. So wie ich jetzt liege, so werde ich auch heute Nacht schlafen. Ich habe auch die Möglichkeit, weiter nach innen, in den Unterstand noch hineinzurutschen. Und ich habe auf jeden Fall auch noch eine Menge Platz hier. Meine Feuerstelle, die werde ich gleich unmittelbar hier vorne machen. Denn dann habe ich hier mein Brennholz und brauche in der Nacht nicht aufstehen, sondern kann einfach hier im Liegen immer wieder Holz dazuschmeißen, dazugeben, sodass ich die ganze Nacht über Feuer habe, ohne dass ich jetzt aufstehen muss. Das heißt, hier vorne werde ich dann mein ganzes Holz noch stapeln. Ja. Ich werde jetzt meine Feuerstelle vorbereiten. Und habe ich diese Feuerstelle vorbereitet, werde ich dann nochmal in den Wald gehen und werde noch einiges an Holz sammeln, um eben meinen Wärmereflektor aufzubauen und eben auch Brennholz zu haben. Los geht's! Okay, meine Feuerstelle habe ich markiert. Dort, wo ich das Loch gemacht habe, kommt dann das Lagerfeuer hin. Rundherum dann der Reflektor. Warum ich jetzt ein Loch gegraben habe, hat folgenden Grund. Ich möchte, wenn ich dann fertig bin mit der Challenge, den Platz so verlassen, wie ich ihn vorgefunden habe. Ich werde jetzt in den Wald gehen, werde jetzt einiges an Holz sammeln. Und wenn ich dann mein Holz beisammen habe, werde ich dann anfangen, mein Lagerfeuer aufzubauen und meinen Reflektor aufzubauen. Also ihr seht, dieses Holz ist wirklich recht lang. Bevor ich da jetzt mehrmals im Wald herumlaufe und mir kurzes Holz suche, nehme ich mir doch lieber recht langes Holz. Das kann ich dann verwenden für meinen Wärmereflektor oder eben für mein Lagerfeuer. Wow,
Das war ganz schön viel Arbeit. Aber ich habe es zum Glück geschafft. Also wie ihr sehen könnt, habe ich meinen Wärmereflektor jetzt aufgebaut. Ich habe mich jetzt so schnell wie nur möglich beeilt, denn es hat schon wieder angefangen zu regnen. Ich werde euch jetzt zeigen, wie mein Wärmereflektor aufgebaut ist, wie er jetzt ausschaut und wie ich jetzt weiter vorgehen werde. Okay, meinen Wärmereflektor, den habe ich jetzt fertig gebaut. Jetzt werde ich anfangen, mein Lagerfeuer aufzubauen und dann gleich ein Feuer zu machen, denn es regnet jetzt, es ist ungemütlich geworden und Hunger habe ich jetzt auch schon bekommen. Das heißt, ich werde jetzt nochmal in den Wald gehen, so viel Feuerholz wie nur möglich sammeln und dann werde ich anfangen, mein Lagerfeuer aufzubauen und hoffentlich bekomme ich dann auch noch ein Feuer hin, denn sonst ist die ganze Arbeit umsonst gewesen. Okay, um jetzt ein Feuer in Gang zu bekommen, also ein Feuer machen zu können, brauche ich natürlich jetzt einmal Holz, trockenes Holz. Das finde ich jetzt bei so einem feuchten Wetter nicht am Boden, sondern an den Stämmen der Nadelbäume. Darüber habe ich ja schon mal ein Video gemacht, denn an den Stämmen der Nadelbäume habe ich immer trockenes Holz. Da kann es regnen tagelang, das ist überhaupt kein Problem. Und genau dieses Holz werde ich jetzt einmal sammeln. Echt eine tolle Sache. Ich habe hier einen Birkenast gefunden. Hier ist auch noch Birkenrinde dran und die eignet sich sehr gut, um ein Feuer machen zu können. Das nehme ich natürlich auch gleich mit. Ich habe hier auch noch eine Birke gefunden und auch hier werde ich mir noch etwas Birkenrinde mitnehmen. Okay, ich habe mir jetzt etwas Feuerholz geholt. Das ist zwar jetzt noch etwas feucht, das ist aber kein Problem. Ich habe mir gleich lange Stücke genommen, die breche ich mir dann, wenn ich jetzt die zu meinem Unterstand gebracht habe, in gewisse Längen herunter. Das schichte ich dann ganz nah an meinem Lagerfeuer auf, so dass die Flammen mein Holz trocknen und dann habe ich auch Holz, dass ich dann trockenes Holz, das ich dann eben auch zum Heizen verwenden kann. Als ich jetzt im Wald gewesen bin und Feuerholz gesammelt habe, habe ich dann noch diesen Baumstumpf hier gesehen. Den habe ich mir gleich mitgenommen, der soll mir als Arbeitsfläche dienen. Meine Feuerstelle habe ich vorbereitet, jetzt nehme ich mir meine Birkenrinde her und versuche mal die Birkenrinde zu entzünden. Hoffentlich funktioniert es irgendwie. Wie ich mir gedacht habe, es funktioniert einfach nicht. Also ich habe hier den Sack einfach drüber getan, damit der Verband nicht nass wird. Aber so richtig greifen kann ich den Feuerstahl nicht. Das habe ich auch schon befürchtet. Ja, jetzt muss ich mir einfach irgendetwas überlegen, wie ich es anbekomme, das Feuer. Denn Feuer brauche ich unbedingt heute.
Wow, so wie es ausschaut, bin ich jetzt ein bisschen im Arsch. Ich wollte jetzt mein Feuer machen. Da hat es jetzt einmal angefangen, so richtig stark zu regnen. Ich habe jetzt doch professorisch auf die Schnelle jetzt sozusagen ein Dach über meinem Lagerfeuer gemacht. Das konnte ich jetzt aber nicht filmen, denn ich musste mich jetzt beeilen, damit mir das Holz nicht nass wird. Aber ich glaube, das war vergebens. Auch das Anzündholz ist jetzt etwas nass geworden. Ich habe hier noch ein bisschen trockenes Holz. Jetzt tropft es nur noch. Ich werde jetzt versuchen, sobald der Regen aufgehört hat, auf eine andere Art und Weise Feuer zu machen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle und dass ich auf diese Art jetzt ein Feuer zustande bekomme. Okay, sobald es aufgehört hat zu regnen, fange ich dann an, schnell ein Feuer zu machen und ich hoffe, das gelingt mir, denn heute Nacht soll es ziemlich kalt werden. Okay, ich melde mich dann später nochmal bei euch. Ich habe es geschafft, ich habe ein Feuer anbekommen und das nur mit dem Mund. Yeah! Man muss einfach improvisieren können und das taugt mir irrsinnig. Das Gras habe ich jetzt weggetan. Ich wollte somit eigentlich jetzt mein Feuer schützen, aber jetzt habe ich ein Feuer, jetzt lasse ich es einmal brennen und später werde ich das jetzt etwas verbessern. Ich möchte nämlich über meinem Lagerfeuer noch so was wie ein Dach machen, dass wenn es heute wieder vielleicht anfangen sollte zu regnen oder in der Nacht regnen sollte, dass mein Feuer eben nicht erlischt. Wow, ich denke, den schwierigsten Part dieses Teils habe ich somit recht gut überstanden. Jawohl, das Wasser kocht schon. Das Wasser hat jetzt gekocht und jetzt gibt es endlich was Leckeres zu essen. Und zwar habe ich mir mitgenommen Couscous. Ich liebe Couscous, denn den kann man süß essen, pikant essen und vor allem er ist sehr schnell fertig. Jetzt warte ich noch circa 5 Minuten lang und dann kann ich endlich was essen.
Jetzt wird es wieder etwas ungemütlich. Jetzt kommt wieder der Wind und es fängt auch wieder ganz leicht an zu tröpfeln. Aber ich bin sozusagen fertig. Ich habe mein Lagerfeuer, ich habe meinen Reflektor, ich habe ein Dach, das, wenn es jetzt regnet, mein Lagerfeuer jetzt nicht erlischt. Und was zum Essen habe ich mir jetzt auch gemacht. Lecker, Couscous. Wow, das war ganz schön lecker. Endlich einmal eine warme Mahlzeit. Jetzt wird es allerdings etwas ungemütlicher. Ein Sturm zieht auf. Ich werde das alles vorbereiten für mein Nachtlager und werde mir noch einiges jetzt am Brennholz hierher holen. Und ich muss natürlich auch schauen, dass jetzt mein Feuer immer in Gang bleibt. Ich habe jetzt noch das Dach über meinem Lagerfeuer etwas vergrößert. Also sollte es heute regnen, hoffe ich ja doch, dass es den gröbsten Regen fernhält. Also das Einzige, was ich heute mit habe, das ist eine ganz gewöhnliche Fließdecke. Und ich hoffe, dass diese Fließdecke mit der Kombination mit dem Feuer mich heute Nacht warm halten wird. Hoffentlich. Okay, ich habe jetzt fertig gegessen, echt lecker, so eine warme Mahlzeit, das tut echt gut. Ich werde heute nichts mehr essen, daher werde ich jetzt Zähne putzen. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, wie man hier draußen Hygiene betreibt, auch die Zähne putzt. Ich habe jetzt natürlich keine Zahnpasta oder Zahnbürste mit, das brauche ich aber auch nicht. Ich habe mir jetzt einfach hier ein Kohlestück aus dem Lagerfeuer herausgeholt, gewartet, bis es abgekühlt ist. Und dieses Kohlestück, das werde ich jetzt kauen, bis ich einen wirklich ganz feinen Brei im Mund habe. Dann werde ich damit mit der Zunge an den Zähnen entlangfahren. Dann spüle ich das Ganze mit Wasser aus und habe sozusagen auch meine Zähne geputzt für heute. Und schon habe ich saubere Zähne und wenn ich jetzt mit der Zunge über die Zähne fahre, fühlen sich die so richtig glatt an, also so richtig sauber. Und das ist ein wirklich angenehmes Gefühl. Echt herrlich. Und der Mund, der fühlt sich auch gleich viel, viel frischer an. Also Hygiene, egal für wie viele Tage man sich jetzt draußen befindet, ist auf jeden Fall extrem wichtig. Und das wollte ich an dieser Stelle jetzt einfach nochmal zeigen.
Okay Leute, es ist jetzt schon dunkel geworden. Ich habe auch hier Vollmond. Ich kann sehr schön die Sterne sehen. Vorhin waren überhaupt keine Wolken mehr am Himmel. Allerdings sind jetzt wieder ein paar Wolken gekommen. Aber ich habe zum Glück jetzt auch ein gemütliches Feuer. Das wärmt mich jetzt hoffentlich die ganze Nacht. Mein Reflektor, den ich jetzt gebaut habe, der macht auch seine Arbeit. Der reflektiert jetzt die Wärme in meinen Unterstand hinein. Ich habe jetzt noch einiges an Brennholz gesammelt. Das habe ich jetzt hingeschlichtet, dort wo ich jetzt schlafen werde, dass ich einfach nur vom Liegen aus immer wieder etwas Holz nachschmeißen muss, ohne aufstehen zu müssen. Ich habe auch einen Außenthermometer mitgenommen, um euch einfach zu zeigen, wie die Temperaturen sind. Aktuell habe ich jetzt hier 3 Grad. Also es ist ziemlich frisch, wie ich gesagt habe. Aber ich bin zum Glück mit der Arbeit heute fertig geworden. Ich werde mich jetzt zurück in meinen Unterstand kuscheln, mich ganz fest in meine Decke einpacken und hoffentlich werde ich dann auch gut schlafen heute. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen. Wow, das war heute eine wirklich schöne Nacht. Ich habe echt gut geschlafen. Es war zwar eine sehr frische Nacht, mir war ein bisschen frisch in den Füßen, aber ansonsten hatte ich wirklich überhaupt kein Problem. Ich habe echt gut geschlafen. Ich hatte die ganze Nacht auch ein tolles Feuer. Ich zeig's euch mal. Echt eine tolle Sache. Der Reflektor hat seine Arbeit getan. Die Wärme des Feuers ist zurückgestrahlt in meinen Unterstand hinein. Echt toll. Tja, ich werde jetzt dann aufstehen, werde jetzt einmal was frühstücken. Ich werde dann, wenn ich fertig bin mit dem Frühstück, meine Plane abbauen. Das ist ja Aufgabe dieser Challenge, dass man eben das Lager auf- und abbaut zweimal. Das werde ich dann noch machen. Aber zuerst einmal wird einmal lecker gefrühstückt. Jetzt gibt es mal ein leckeres Frühstück, und zwar Cornflakes. Ich bin immer gerne recht früh unterwegs. Und auch immer sehr früh munter. Denn je früher man draußen unterwegs ist, ja, umso mehr sieht man ganz einfach.
Es hat jetzt im Moment aufgehört zum Regnen. Es tröpfelt jetzt nur noch ganz wenig. Wenn ich dann fertig gefrühstückt habe, werde ich dann meine Plane abbauen und später dann eben wieder aufbauen. Okay Leute, meine Unterkunft, die habe ich jetzt abgebaut. Die Plane habe ich auch zusammengelegt. Hier seht ihr die Liegestelle, wo ich gelegen bin. Das Gras hat sich schon ziemlich zusammengedrückt. Das heißt, wenn ich dann jetzt wieder meinen Unterstand aufbauen werde, muss ich wieder eine Menge an Gras sammeln, um eine möglichst dicke Bodenisolierung wieder zu haben. Okay Leute, das war jetzt einmal der erste Teil dieser Challenge, also ich habe jetzt einmal eine Nacht draußen übernachtet und meine Unterkunft einmal aufgebaut und abgebaut. Wir sehen uns dann im zweiten Teil, wann ich meine Unterkunft wieder aufbaue. Ich möchte mich jetzt einmal recht herzlich bedanken fürs Zusehen. Macht es gut und wir sehen uns dann im zweiten Teil. Bis demnächst.